Ja, meine erste Begegnung mit der Sabine war irgendwie spannungsgeladen, weil ich wusste ja nicht genau, wie ich mich verhalten sollte. Und bei der ersten Probe dann sind wir quasi uns nonverbal sofort ins vollkommene Verständnis kommen. Wir haben miteinander geprobt und wir haben eigentlich kaum miteinander gesprochen, aber es hat immer irgendwie funktioniert. Und das ist wiederum ein Beweis für meine musikalische Theorie. Man muss nicht unbedingt sprechen, man kann auch musizieren oder auch in ihrem Fall pantomimisch das umsetzen. Ich habe irgendwie alles verstanden und sie hat meine Ausdrucksweise verstanden und habe auf Anhieb eigentlich mit ihr ein gutes nonverbales Verhältnis aufgebaut, das wir dann weiter ausgebaut haben bei unseren Proben, wo wir miteinander die Verwandlung umgesetzt haben, also dieses Stück, das wir miteinander aufgeführt haben und auch entwickelt haben. Und im Laufe dieser Zeit haben wir uns ohne viele Worte verstehen gelernt, was mir wieder gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass man auch ohne Worte sie verstehen kann. Ich habe gesehen, dass sie mit ihrer Ausdrucksweise, mit ihrer nonverbalen, pantomimischen Ausdrucksweise sehr direkt ins Innere von anderen Menschen treffen kann. Und genau diese Intention, die hat mir immer sehr gut gefallen von ihr. Sie ist eine Person, sie braucht keine Worte, sie drückt sie durch ihre Erfahrung in der Pantomime immer richtig aus. Nach dieser Erfahrung, die ich mit der Sabine gemacht habe, mit dieser positiven Erfahrung, bin ich auch daran interessiert, weiter wieder eine neue Erfahrung in Zusammenarbeit mit Rhythmus und pantomimischer Darstellung zu machen.